Objekt, was zum Abschließen einer Quest gebraucht wird. Wie haben wir das? Hier müssen wir es jetzt erst ins Skellige weitermachen, oder? Dann machen wir das dann irgendwann, wenn es Windkarten. Rückkehren, Buckelsumpf, da müssen wir gleich. Machen wir gleich weiter. Das ist eine Nebenquest, aber ja. Mein Freund, Stufe 3. Könnten wir auch mal machen. Können wir jetzt mal ein bisschen Faustkampf machen. Einen Weg auf die Rieseninsel. Die ist wo, die Rieseninsel? Ach, die ist hier. Ja gut, dann machen wir das. Das ist doch jetzt die Quest von der Kira. Dann machen wir das. Machen wir die Rattenquest. Keine Panik. Plötzlich, du bist doch ein ganz tapferer. Oh, Wasserweib, nein, hau mir ab. Geh mir weg. Ja. Fährt dann Panik. Ein bisschen schwimmen. Zum Glück gibt es keine Seemonster. Das wäre noch besser. Ah, er kommt schon dort drüben. Er oder sie. Haben wir immer noch nicht endgültig geklärt, ob jetzt ein er oder eine sie ist. Und gerne mal in die Kommentare schreiben. Varg! Da war ein Varg. Okay. Gibt es nicht nur einen Herr der Ringe? Was war das? Hat sich kurz gemeldet. Ja, ich suche bloß gerade einen Weg auf die Insel. Sind wir schon nah an der Insel oder was? Dann schwimme ich mal ein bisschen. Dann kommen wir das Schiff. Wie können wir das Schiff bedienen? Wahrscheinlich gar nicht. Okay, das ist die richtige Richtung. Schwimmen wir mal ein paar hundert Meter. Also anderthalb ungefähr. Anderthalb, fast 200 Meter. Anderthalb. Anderthalb Hunderter. Was? Macht Sinn. Ach du Scheiße. Ich sehe da schon Bestien kommen. Na dann. Ich muss gerade kämpfen. Ich höre nichts. Verdammt kurz. Was hast du gesagt? Es gibt ein paar Störungen. Du musst sehr vorsichtig sein. Ja, ich habe hier gerade leider ein paar
Monster. Können wir das Teil bedienen? Okay, die haben alle ausgenommen. Das Sprechteil vielleicht. Bomben haben wir nach wie vor keine gefunden. Okay, wir setzen was ein. Mit der Bomben haben wir noch keine. Ja gut. Der Totener. Nichts leichter als das. Wie schmeckt dir das Silber? Ich brauche ein neues Silberschwert, so bald wie möglich. Hoffentlich kriegen wir mal irgendwann eins. Nötig ist es. Und den Weg unseres zu reparieren. Oh, schöner Sonnenaufgang oder Untergang. Ich glaube eher Untergang. Oh, ein Ghoul. Die waren auch nicht schwer zu besiegen. Und Ghoulblut. Turm voller Ratten. Ein Wasserwald. Oh nein. Nicht die. Nicht die schon wieder. Bin ich schon mal dran verreckt. Hau mir ab. Die sterben. Ratten. Ich sollte Kleras Lampe benutzen. Okay, und zwar wie? Wahrscheinlich hier drüben. Verwenden Sie magische Lampe, um Geister zu finden. Optional. Okay, Lampe, Lampe, Lampe. Wo haben wir sie dann? Das sollten wir doch eigentlich nicht übersehen können. Die Lampe. Aber bestimmt irgendwo hier drin. Schreit laut, wenn ihr es seht. Okay, wir setzen mal die Lampe ein. Da ist bestimmt ein Hinweis drauf, den wir
aggressives Aussehen für Ciri, aha. Im Menü kann ich es anpassen. Quint-Schwierigkeitsstufe normal. Ah ja. Gerade mal eben. Jetzt war ich jetzt hat es mir gesagt, dass ich das ändern kann im Spielmenü. Wie auch immer. Lampe. Setz das Titan ein. Ah, Lampe. Jetzt haben wir die magische Lampe. Da sehe ich was. Wo ist dieser Adelsfritze? Aha. Da klopft jemand. Fang nicht damit an, Annabelle. Zurück an die Arbeit. Lass mich mit diesen dummen Bauern in Ruhe. Ein für alle Mal. Dieser Einfallspinsel hat dir den Kopf verdreht. Aber ein Graham allein macht den Rest nicht gleich zu edlen Menschen. Mein Herr, Bauern, Sie sind durch die Tür in den Turm. Stufe 8, nice. Neuer Punkt. Spooky hier. Kommen wir noch einen Punkt. Wie viel brauchen wir da noch? 2 von 5. Na komm, hier rauf. Wir hatten da unten noch was. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier. Wir müssen jetzt zuhören. Wo ist dieser Adelsfritze? Hier liegt er. Mausetot. Der Kopf ist geplatzt wie ein fauler Kürbis. Schon mehr wie ein Bauer. Verteilt sein Blut und seine Scheiße überall. Hat sich ausgeadelt.
Sie haben es zu schnell gemacht. Hätte mir leiden müssen. Er ist nicht der Einzige. Die Söhne können für ihn leiden. Und die Tochter nach oben. 50 Erfahrungspunkte. Ja. Was klopft hier so? Verschlossen. Da stand zwei Sachen. Oh, hier ist noch mehr. Hier ist noch was. Gold! Berge davon! Die Toten brauchen es ja nicht mehr, oder? Komisch, dass es noch hier ist. Der Adelsfritze ist schon eine ganze Weile tot. Wer ist da? Komm raus! Ist da wer? Wer bist du? Okay. Wir werden gruselige Geschichten erzählt. Geh mal weiter. Er hat gerade ein bisschen was von, wie hieß der ein? Oh, neue Armbrust. Wie ist dieses eine Horrorspiel, was niemals Outlast? Hat auch so ein bisschen grün, was niemals spielen werde. Der grüne Stil hier mit der Lampe. Hat ein bisschen was. Wo bist du? Hast du schon das Labor ganz oben im Turm gefunden? Ich bin in der Turmspitze. Ein Labor kann ich hier nicht entdecken. Dann bist du noch nicht ganz oben. Such nach einem Aufstieg. Aha, ein Turm voller Ratten. Vielleicht können wir mit Arce hier. Ratten hypnotisieren oder? Ah, was war das? Okay, die Laterne haben wir automatisch mit. Oh, ein Hebel. Das hat jetzt was genau gemacht? Ein Schalterrätsel. Aha. Beiden nach unten und dann kommt hier. Ein Aufstieg. Sieht nach Labor aus. Gar nicht schlecht eingerichtet. Oha. Ich kann hier nicht weg. Es gibt keinen Ausweg. Wer bist du? Willst doch du mir wehtun? Hab keine Angst. Ich will den Fluch brechen, der auf dieser Insel liegt. Und wer bist du? Die anderen Geister konnten mich nicht sehen. Ich bin besonders. War ich schon immer. Die seltene Schönheit, die Tochter des Herrn. Dieses Land gehörte uns, soweit das Auge reicht. Ich, meine Familie, wir wollten im Magierturm das Ende des Krieges abwarten. Des Elends. Es sollte nicht für immer sein.
Der Magier, der hier lebte. Wer war er? Alexander. Ich kannte ihn kaum. Er verbrachte die meiste Zeit alleine in diesem Turm. Er ist auch tot. Sie sind alle tot. Berge von Leichen. Ich bin allein. Ganz allein. Sie haben mich alle verlassen. Selbst er, der mir die ewige Liebe versprach. Und du wirst mich auch verlassen. Wenn ich den Fluch brechen kann, wärst du frei. Sag mir, was hier passiert ist. Die Bauern kamen auf die Insel. Sie wollten etwas zu essen, richtig? Nein. Sie wollten uns ausrauben und töten. Sie dachten, wir wären reich und würden uns hier an ihrem Elend ergötzen. Doch wir hatten selbst kaum etwas zu essen. Zu wenig, um es mit ihnen zu teilen. Sie haben alle niedergemetzelt. Ich hörte meinen Vater schreien. Aber der Magier befahl mir, still zu sein und niemanden reinzulassen. Er gab mir einen Trank. Den sollte ich schlucken, wenn ich entdeckt würde. Er sagte, alles würde gut werden. Ja. Was war denn das für ein Trank? Erinnerst du dich an sein Aussehen oder an den Geruch? Ich weiß nur noch, dass ich Angst hatte, ihn zu trinken. Du hast dem Magier nicht getraut? Im Dorf hieß es, er hätte was mit Krankheiten zu tun. Er würde sie nicht heilen, sondern verbreiten. Es hieß, er locke Ratten in den Turm und infiziere sie mit Katriona. Passend gewusstet. Das waren natürlich nur Gerüchte, aber ich hatte solche Angst. Und dann hörte ich ihn, meinen geliebten Graham. Er rief mich. Ich machte ihm die Tür auf, aber es waren andere, die reinkamen. Sie stürzten sich auf mich und... Haben sie dir wehgetan? Sie hielten mich an den Armen fest, zerrissen mein Kleid. Ich konnte mich befreien und den Trank hinabstürzen. Und dann... nichts. Vergiftet? Bist du so gestorben? Nein, denn später erwachte ich wieder. Ich war allein. Es war dunkel. Überall waren Ratten. Dutzende. Hunderte. Und ich konnte mich nicht rühren. Ein Schlaftrunk. Die Wirkung war noch nicht ganz vorüber. Du warst gelähmt. Sie waren überall. Am ganzen Leib, wie Insekten. Im Gesicht, an den Händen. Sie rissen mir die Haut ab, krochen in meinen Bauch. Sie haben mich zerfetzt und ich konnte nicht einmal schreien. Boah. Habe ich denn nicht genug gelitten? Warum kann ich nicht von ihr fort? Das ist ja noch schlimmer als vergiftet. Wie kann ich dir helfen? Ein dem Hass entsprungener Fluch hält mich hier fest. Nur wahre Liebe kann ihn brechen, aber er würde einen Geist lieben. Und dein Geliebter? Ist er auch tot? Graham. Nein, er lebt. Ich wüsste es, wenn er tot wäre. Aber er ist geflohen und hat mich alleine zurückgelassen. Vielleicht kannst du den Fluch bezwingen, indem du ihm vergibst. Du könntest die Insel befreien. Ich glaube, du stehst im Zentrum des Fluchs. Die Auren der anderen Geister hier sind nicht annähernd so stark wie deine. Mein Medaillon pulsiert, seit ich mit dir rede. Ich weiß nicht, wovon du sprichst, aber du scheinst einiges zu wissen. Du könntest recht haben. Mein Schicksal ist mit der Insel verbunden. Ich spüre es. Vielleicht, weil ich ihre Erbin bin? Möglich. Deine Blutsbande mit der Insel könnten der Ursprung des Fluchs sein. Wenn du Graham vergibst und deinen Zorn bändigst, sollte er enden. Ich habe ihn geliebt. Ich will ihm vergeben, aber ich muss wissen, ob es ihm leid tut. Bring meine Gebeine zu ihm. Er soll sie begraben. Das soll unser Abschied sein. Sprichst du mit ihm? Tust du das für mich? Gut, ich rede mit Graham. Wo finde ich ihn? Er lebt im Dorf am Seeufer. Aber was, wenn er mich vergessen hat? Wenn er dich geliebt hat, wird er sich erinnern und helfen wollen. Er sagte, er würde mich immer lieben. Geh zu ihm. Beeil dich bitte. Das sagen sie.
Annabelle ist Überreste. Da ist doch noch Annabelle. Keine Horroranlage hier, Einlage hier. Vor allem was ihre Todesart angeht. Boah. Dann ging hier auch noch irgendwo ihre Überreste rum. Diese Überreste haben aufgesammelt. Gab es nicht irgendwo an der Wand diesen. Das ist wirklich zerstückelte Leiche. Zerfledderte Leiche. Okay, vom Rückweg könnten wir ein bisschen looten. Durchgekommen, wenn es die Kammer noch gäbe. Ah ja. Karbunen. Schemen. Davon haben wir einige. Ich habe das noch nicht irgendwie noch nicht herausgefunden, wie wir die. Wie wir die erlernen können. Ja. Piraten töten. Mit dem Schwert. Gibt es da nicht viel. Das sind Ratten. Und was will man da looten? Ein Langschwert, Meistergegenstand. Aha. Mal nachgucken. Na. Das haben wir durch hier gerade aufgehoben. Ja. 48. Wenn es ein Silberschwert wäre, so eine Stahlwaffe. Das Stahlschwert hat immerhin, das Silberschwert hat immerhin 900 Schaden. Ich noch ein bisschen looten. Da gibt es hier auch nichts zu mitnehmen. Ein bisschen Leder. So, hier geht's nach draußen. So, zu dem, zu ihrem Mann müssen wir sie bringen. Aber ich würde erstmal sagen, meditieren wir mal ein bisschen. Und das haben wir ja bald. Bis zum Morgen. Und Level 10 haben wir auch bald. Sind schon auf dem Weg zu Level 9. Wir müssen ein bisschen außen rum.
Okay, da muss wohl zu Fuß los. Oh, mal ein bisschen um die Mauer latschen. Oh, hoppala. Hier geht's ja raus.